dir rumschleppst, ein Rucksack, ein schöner Rucksack an Vertrauen, an Vorschuss, Vertrauen auch an Zuversicht in deine Fähigkeiten, in das Team. Ich glaube, ihr habt euch das wirklich erarbeitet, weil was rübergekommen ist, dass nicht mit Arroganz und Hochnäsigkeit und der Siegessicherheit hineingegangen ist, man hat schon an den Erfolg geglaubt. Aber jeden Haushalt zu besuchen und wirklich ganz nah bei den Köstendorferinnen und Köstendorfern zu sein, das ist genau der Weg, um den es geht. Ich möchte euch wirklich herzlich gratulieren. Wolfgang und Rosi, danke euch nochmal, dass ihr überhaupt bereit seid. Das ist ja sowieso ein Teamspiel. Ich möchte aber auch dem ganzen Team in Köstendorf bedanken, den Abend sehr genossen, den wir da gemeinsam gekämpft haben, ja nicht, aber verbracht haben. Und ich möchte mich auch bei der Landespartei herzlich bedanken, lieber Wolfgang, liebe Claudia, alle, die da mitgewirkt haben, die Bezirksorganisation, lieber Peppi. Das ist genau der Weg, den wir brauchen. Herzlichen Glückwunsch, wie ich gekommen bin. Der Wolfgang hat mir ein SMS geschickt, 78, ich habe gedacht, das ist ein Irrläufer. Und dann komme ich rein und alle sind so irgendwie ganz betroppitzt, ja, weil es irgendwie keiner glauben kann, das Ergebnis. Aber es ist so und ich gratuliere euch herzlich. Ich kann nur sagen, das ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. Meine Unterstützung hast du, das weißt du in jeder Hinsicht, was ich tun kann, mache ich. Und ihr habt es jetzt gut aufgewärmt und die nächsten Wahlen sind in eineinhalb Jahren. Alles Gute, lieber Wolfgang. Sonst soll es wieder gehen, oder? Dann? Darf ich die Frau Bürgermeisterin küssen? Das ist doch schön. Gratuliere. Danke. Und, falls einmal, nachdem du ein Photovoltaikkämpfer bist, falls einmal die Batterien leer sind, hier ein Aufladegerät. Ja. Ja, danke, lieber Wilfried, lieber Landeshauptmann Stellvertreter. Mich freut es, dass du immer da bist. Wir haben, wie gesagt, vor 14 Tagen hier gerade da eine nette Runde vollbracht und gemeinsam sind wir unter die Leute gewesen. Und ich glaube, das war die Basis, dass wir immer bei den Leuten waren. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken bei dem Essig-Team, einmal vorrangig, die ja da waren und da intensiv, inklusive Peppi, warm aufgekrempelt und dann abgeführt haben. Herzlichen Dank, Tina. Da herzlichen Dank bei dir auch, gell, Claudia. Ich muss sagen, war eine super Sache und ich möchte mich nochmal an dieser Stelle auch beim Grüß Sepp bedanken, der was der Lehrmeister war von mir, muss ich auch dazu sagen. Also wir zwei haben uns hervorragend verstanden. Der Sepp hat aber gesagt, das ist was, da kennst du besser aus, mach das. Also das war schon für mich schön, dass man mitgestalten hat können. Das war, ich glaube, wir waren ein gutes Team und ich hoffe, dass ich das so weiterführen kann, wie es der Grüß Sepp gemacht hat die letzten Jahre. Danke nochmal bei euch alle. Ich muss jetzt auch was sagen, weil du bist auch Mitvater. Ja, ich freue mich natürlich auch, ich habe wieder so ein tolles Ergebnis. Ich habe jetzt einmal schon gesagt, das ist einfach er hat einfach einen Vertrauensvorschuss gekriegt. Das ist einfach schön für ihn. Andererseits ist es aber ein großer Auftrag. Und ja, und ich bin auch froh, dass das so weitergeht. Wolfgang Hossi hat, das darf ich nicht sagen, gerade in den letzten Jahren schon sehr engagiert und somit ist es auch mir leicht gefallen, weil ich wusste, da kommt wer nach, muss einfach passt wieder. Dass ich gesagt habe, nein, für mich ist eher Belastung dann so und ich weiß nicht, wie es auch mit meiner Frau weitergeht. Gott sei Dank können wir da sehr zuversichtlich sein und bin froh, dass das gut weitergeht und bin auch zuversichtlich, dass das einfach für Köstendorf, so wie es auch der Franz vorher schon gemacht hat, dass man einfach für Köstendorf weiterarbeitet und glaube ich, um das geht es für die Leute da in Köstendorf und das ist sicher, passt sicher beim Wolfgang gut. Da kann also sicher mein Ruhestand wirklich genießen, ohne da schauen wir, ob das eh gerecht geht. Also das ist einfach, da muss ich sagen, ist rührig. So, darf ich euch noch einladen, setzt mir so ein bisschen hin. Ja. Bitte.